Wut von Tom Peukert. Und? Was und? Scheiße. Endstation. Wer sagt das? Die hier. Ich mache alles mit, habe ich gesagt. OP, Chemo, alles. Das hat ja keinen Sinn. Angeblich. Ich weiß warum. Ja, so, warum denn? Fahr mal ganz nach oben, 10. Etage. Nennt sich Komfortstation. Sieht aus wie im Luxushotel. Einzelzimmer. Dachterrasse, Lounge. Ein Swimmingpool. Ein Pool in der 10. Ja, da oben. Da oben könnten sie bestimmt was für mich tun. Da würden die sich den Arsch aufreißen. Pass mal auf, medizinisch machen die da nichts anderes als hier. Ja, das dürfen die gar nicht. Ist ja gut, ja, ja. Weißt du, was ich da oben als erstes gesehen habe, als der Fahrstuhl aufging? Ein Scheich. Ja, ein Scheich. So ein Araber im weißen Betttuch. Die sind da oben. Das sind heute die Menschen erster Klasse. Ja, so weit. So weit sind wir jetzt. Entschuldige. Ja, Polanski? Alex, Rousseau-Straße, Ecke Voltaire-Allee. Das ist Mitte. Eine Frau ist vor ein Auto gelaufen, tot. Verkehrsunfall? Nee, du, komplizierter. Komm mal bitte, wir sind alle schon da. Ist gut, ich komme. Ich muss los. Kommst du noch mal? Ja, klar. Bald? Ja, bald. Pale tears, love, blood, sun, dust, rouge, pain, look, hit, smash, come, screw. Alex, na endlich. Was ist denn los? Warum ist das kein Unfall? Der Fahrer sagt, die Frau ist ihm direkt vors Auto gelaufen. Sie hat sich die Augen zugehalten. Und da war noch jemand auf einem Fahrrad, der ist weg. Wo ist der Fahrer? Also den haben sie mitgenommen in die Klinik. Der war fix und fertig. Wir können nachkommen. So, Kollegen, leider scheint zu stimmen, was ich sofort befürchtet habe. Die Serie. Was denn für eine Serie? In dieser Gegend werden Frauen angegriffen, nachts. Seit anderthalb Jahren. Jemand kommt auf einem Fahrrad und bespritzt sie mit Säure. Mit Säure? 4 Frauen, alle in dieser Gegend. Wusstest du das, Alex? Nein. Ich kann euch sagen, warum ihr das nicht wisst. Weil das bis jetzt als blöder Jungsstreich behandelt wird. Als Kiezunfug oder so. Es sind ja nur Frauen, um die es geht. Und wieso weißt du das? Frauen reden über sowas. Wenn so eine Scheiße passiert, da reden die miteinander. Ist denn sicher, dass hier das Gleiche passiert ist? Die Frau hatte Säure in den Augen. Versteht ihr? Säure in den Augen. Ist ja gut, Jule. Nichts ist gut. Überhaupt nicht. Hau ab! Du verlogenes Dreckschwein! Warum lass mich jetzt weg? Warum? Ich bin nur menschkleidend. Sie wollten uns sprechen, Herr Oberkriminalrat? Jetzt kommen Sie mal rein, meine Herren, und machen Sie die Tür zu. Also, wissen Sie, wer vor 10 Minuten hier raus ist? Nein, Herr Oberkriminalrat. Jetzt sagen Sie halt nicht immer Herr Oberkriminalrat zu mir, Lehmann. Wir sind zwar in Preußen, aber das müssen Sie mir nicht jeden Tag um die Ohren hauen. Jawohl. Also, Ihre junge Mitarbeiterin. Jule? Ja, Jule. Wir sollen sie ja alle Jule nennen. Und zwar nur Jule. Können Sie sich vorstellen, was diese nur Jule hier gemacht hat? Ja, was denn, Herr Ober... Pardon. Sie hat mich angeschrien. Angeschrien? Jawohl, angeschrien. Sie hat mich in meinem eigenen Büro angeschrien. Eine Kollegin, die es nicht auf ein Zehntel der Dienstjahre bringt, die ich bei der Polizei bin. Entschuldigung, ich bin ein bisschen fass...